Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga Trademark. In der letzten Folge haben wir weiter ein bisschen das freie Spiel gemacht und ein paar Sachen auf Dagobah und Bespin hier in der Wolkenstadt gesammelt. So viele Sachen wie möglich eingesammelt. Ich glaube bei Bespin war nur so ein bisschen Raum offen an Sachen, die ich sammeln konnte. Aber ich habe mir gedacht, machen wir erstmal weiter mit der Story. Wir machen heute weiter mit der letzten Folge, mit der letzten Episode von der originalen Trilogie. Und ja, ich freue mich, weil ja, warum nicht, ne? Warum sollte ich mich nicht darauf freuen, ne? Was sage ich immer, dieser so rechts hier so neben, ist das für freies Spiel hier, dieses Zeichen, diese Sterne, diese Bilder neben der Prozentzahl, dieser Thumbnail, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, wir gehen weiter. Wir machen die erste Folge von Episode 6. Boom. Ey, yo, was geht? Ah! Muss ich natürlich jetzt gleich wieder hier bereit machen. Hat er gerade. Verdammt, ich habe vergessen, ich habe noch die Dinger hier aktiviert. Nehme ich mal an, müssen wir wohl. Müssen wir wohl eine Cutscene mit den Soundeffekten hier spielen, ne? Okay, auch nicht. So, ich mache mich schon wieder bereit, hier die Szene zu blockieren, ne? Weil ihr wisst ja, wie es abläuft, ne? Der Credits Roll hier von Star Wars hier, dieses, ne? Wenn der Text hier alles angezeigt wird. YouTube mag das nicht, ne? Nur den Ton abzustellen geht nicht, deswegen muss ich das gesamte Bild wegschneiden. Ich lese euch da wieder vor, ne? Also ja, wir wissen es ja mittlerweile, ne? So, wir beginnen mit Episode 6, die Rückkehr der Jedi Ritter. Ab geht's. Es war einmal vor einer langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie schon wieder. Boom, blockierte Seele. Star Wars, ja. Und ja, wir haben jetzt wieder ein paar Sekunden hier Stille, ne? Und ich lest euch hier da vorne. Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter. Nur Rückkehr der Jedi-Ritter. Luke Skywalker ist auf seinen Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo aus den Klauen des üblen Gangsters Jabba des Hutten zu befreien. Luke ahnt nicht, dass das galaktische Imperium in geheim mit dem Bau einer neuen bewaffneten Raumstation begonnen hat. Tödlicher als noch der gefürchtete erste Todesstern. Mit dieser absoluten Waffe naht das sichere Ende für die kleine Schar von Rebellen und den Kampf der Galaxis die Freiheit wiederzugeben. Galaktisches Imperium war so richtig groß geschrieben, deswegen habe ich das so richtig betont. So, galaktisches Imperium. So, oh, ich höre die Musik jetzt auch gar nicht. Nein. So, ist immer noch am Laufen. So, boom. Und dann sind wir wieder. Nein. Ah ja, hier sieht man auch erstmal den Imperator, ne? So in Farbe und im Fleisch und Blut und so, ne? Na, das sind einfach nur Figuren. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche nach dem jungen Skywalker fortsetzen. Ja, mein Meister. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite der Macht bekehren. Natürlich mache ich das. Du solltest ja auch welche machen. Lando Calrissian und der. Na, fängt schon wieder mit den beiden an. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, hier sind wir. Dann sind wir hier direkt. Ja. So, erst was ich das mal mache, ist Soundeffekt abstellen, ne? Könnte zwar ziemlich lustig werden, aber ich will dann schon noch so das kleine bisschen hier an. Ich habe noch wie viele Quests hier nicht erledigt. Was? Oh Mann. Habe ich ja jetzt erst gemerkt. So, wir tun schon wieder die beiden Chaoten hier spielen. Und ey, der Gong-Droid ist immer noch hier. Hey.
Ist ja, obwohl da bringt er eigentlich nichts, den hier abzustellen, ne? Der tut jetzt nicht weg. Ich finde nicht, dass der so einen riesigen Unterschied macht. Okay, finde einen Weg in Jabbas Palast hinein. Ach, das hier ist Jabbas Palast die ganze Zeit. Oh. Hab ich nicht gewusst. Wäre einfach nur so random. So. Jetzt so. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, bin ich sicher, dass Lando und Chewbacca das alleine schaffen. Vielleicht sollten wir... Oh, na schön. Aber deswegen muss man nicht gleich persönlich werden. Okay, also du musst nicht direkt meine Mutter beleidigen, okay. Das scheint, dass ihr dein Fachwissen gebracht habt. Was meinst du mit dem Sohn eines Fließbandes? Was soll das bitte schön bedeuten? So. Ups, warte mal. So, einmal überspringen. Und jetzt zudrücken. Doppelte Sicherung. Nun ja, es sieht schon wie eine Türklingel aus. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ein Plan für Hahn. Einmal zwei halbe Hahn. Listen and repeat. Einmal zwei halbe Hahn. Oh Gott. Ist ja uralt. So, cool. Schon wieder mit dem Bein geschaltet. Haben wir nicht irgendwie mit... Es scheint niemand hier zu sein. Wieso Fiat? Oh, mit Rancor. Ach du meine Güte. Sind sie oder waren sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein Schwamm? Ja. So, Episode 6 habe ich übrigens auch noch sehr dunkel in Erinnerung, ne? Die Highlights weiß ich natürlich alle noch. Aber das meiste ist relativ noch unbekannt. So. So, wir tun jetzt erstmal wieder die ganzen Herausforderungen hier anmachen, ne? Ein Plan für Hahn. Schließ den Abschnitt mit Leia und Chewbacca ab, ohne Probleme zu bekommen. Alles klar, können wir mal versuchen. Finde heraus, wie es R2D und C3PO in Jabba's Palast ergeht. Hilf mir, der macht 5 Gegenstände auf den Rancor, aber Leia kann doch nicht die Macht benutzen. Mein Gott, beruhig dich, Chewbacca. Ja, wir dürfen keine Probleme anstellen, kein Problem. Meister können wir ja wahrscheinlich sowieso wieder nicht machen, ne? Ist sie ein Schrottsammler? Sie so ein Ding hier am Rücken hat. Na gut, wir versuchen das ja ohne Probleme zu machen. Man ist auf mich zugegangen wegen mein Gong-Druide. Gut, dann stelle ich den kurz ab. Ist einfach mein Gong-Druide zugedüst, glaube ich. Bleib in der Nähe, Chewie. Dann bin ich Kylo Ren. Ich nehme die Handschellen nicht ab. Hör auf zu fragen. Aua. Au. Oh, Hallo, Chewbacca, jetzt beruhig dich doch mal die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Weißt du, wer bist du hier? Eins von diesen blöden Viechern hier auf Tatooine? Oh. Gott. Wie geht's so? Na. Was für ein Charakter bin ich? Bin ich ein Kopfgeldjäger? Ja. Was hat hier mit diesen die ganze Zeit hier an so Treppen ja, an so Schaltern ja festzustellen? Das ist irgendwie schon lange Zeit so. So, Chewbacca, gib dir mal die Ehre. Chewbacca.
Waren Sie schon mal ein Nein, ich war auch kein Seestern. Cheeseburger. Was? Ich will aber auch einen Cheeseburger. Hallo, Ladies. Ladies. Niemals durch diese Tür, solange die Wachen da stehen. Das war wirklich hier dieser Soundeffekt von Kylo Ren. Okay. Ah. Wie viele Sprachen beherrschst du? Ich beherrsche über 6 Millionen Kommunikationsformen und kann außerdem... Ausgezeichnet. Wir haben nämlich keinen Dolmetscher mehr, seitdem unser Herr mit unserem letzten Protokolldroiden die Geduld verlor und ihn desintegrieren ließ. Desintegrieren ließ? Wache! Dieser Protokolldroide könnte sich als nützlich erweisen. Lass ihm einen Sicherungsbolzen einbauen und dann bringt ihn wieder in den großen Audienzsaal seiner Exzellenz. Ganz oben, lass mich nicht allein! Sicherheitsbolzen ist halt nicht normalerweise. Du scheinst mir etwas vorlaut zu sein. Ich meine, HK-47 hat auch so einen, damit er sich nicht gegen seinen Meister wendet. Ne? Wir sollen C3PO bitteschön machen. Ist ja nicht irgendwie, um zu verhindern, dass die Druiden sich irgendwie gegen ihre Meister stellen oder so. So. Ja, ich versuche ja immer noch so sneaky wie möglich durchzugehen, ne? Nur ich stehe gerade so auf dem Schlauch, was ich machen muss. Warum kann ich das hier schieben? Aua! Lass das. Oh, hier kann man rein. Oh. Ein Zellenblock. Nicht für dich, Pelzvieh. Hey, Kopfgeldjäger, hol uns hier raus. Es wird sich für dich lohnen. Okay. Das ist ja die richtige Angehensweise hier. Ich hab dort auf. Ha? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das war ich nicht. Danke, mysteriöser Kopfgeldjäger. Da. Das war ich nicht. So. Okay, ganz ruhig. Ich meine, die sind jetzt da weg, ne? Hey, warte mal. Da kann ich ja nicht kaputt machen. Hi. Was ist denn an einem ganz normalen Schlüssel verkehrt? Wie diese Tür auf? Also, wir bauen uns hier was. Also, ich verstehe. Ich bin dabei. Warum kann ich keinen Doppelsprung machen? Boah. Ach. Okay. Jetzt sei leise und halt die Augen nach Hahn offen. Lila. Was haben wir hier? Wo finde ich hier? Wo finden wir hier ein Ding zum Einpacken? Oh, hier? Reinpacke, tut hier rein. Was? Einstecken.
Oh ja. Ja, ein Ding haben wir. Außer. Okay. Nehmen wir an, diese Granaten würden nicht funktionieren, ne? Weil halt so Ionengranaten sind, ne? Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jack. Was zum? Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Jabba Mabatubatu. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Taku Ujabba now. So, da haben wir das. Ich finde das beste Design von Luke Skywalker. Geh voraus. Geh voraus. Boah. Ich sollte irgendwie irgendwas mit dem Rancor machen, ne? Oh Gott, ich muss gleich gegen den Rancor kämpfen. Oh hey, hey, ihn habe ich auch als Figur. Bib Fortuna, ich wusste nicht, dass er so heißt. Aber ja, ihn hatte ich auch als Figur. Ihn habe ich immer noch als Figur. Warte, was bist du? Du bist anderer. Du bist ja, ja, Jedi, ne? So, warte mal, warte mal, sind wir nicht hier irgendwie ausgerichtet worden in die Richtung? Ja. Ups. Ah ja, grünes Lichtschwert. Finde ich ganz ehrlich die beste Version von Luke Skywalker. Das schwarze Anzug mit grünem Lichtschwert. Ich hätte gedacht, irgendwas kann ich hier machen. Ich glaube, das ist auch die ikonischste Version von Luke Skywalker, ne? So wie die jeder kennt oder wie jeder Luke Skywalker so in Erinnerung hat, ne? Mit den schwarzen Klamotten, dem grünen Lichtschwert, ne? Weil er ist ja die letzte Hoffnung, deswegen also hat er halt ein grünes Lichtschwert, ne? Passt dementsprechend auch, ne? Jetzt müssen wir jedes Game mit grün die Schwänze. Ich finde halt immer doof, dass immer dass die Standardfarbe immer blau ist. Also schon halt drauf bleiben. Ich finde halt immer blöd, dass irgendwie jedes Mal, wenn es irgendwie ein Spiel mit einem Jedi gibt oder einen Film oder eine Serie oder was auch immer, die Charaktere immer ein blaues Lichtschwert haben. Die haben immer ein blaues Lichtschwert. Die haben nie ein gelbes oder ein grünes. Ja, Cal aus Jedi Survivor, Jedi Fallen Order und so. Blaues Lichtschwert. So, was ist jetzt der Gong-Druide? Wenn da so ein Ding ist. Was ist mit denen los? Ich nehme an, wir müssen halt andere Dinge zusammenbauen, ne? Ja, Cal hat ein blaues Lichtschwert, ne? Sia hat ein blaues Lichtschwert. Ja, einen Moment. Klappt das? Klappt sogar. Alles klar. Cool. Hätte ich gedacht, ehrlich gesagt. Oh ja, runterlassen, ne? Warte mal, da unten war doch irgendwie was, ne?
Und schon mal hier unten war irgendwas hier. Genau. Und da ist er wieder. Ja, ich will halt das mal jedes grüne Lichtschwert haben. Das ist so schwierig. Deswegen bin ich guter Wesens der Jedi, ne? Die erste Person, die hat. Deswegen finde ich gut, dass so der ikonischste Jedi, ne? Also die Person, an denen die meisten Leute als erstes denken, wenn die an einen Jedi denken. Also Luke Skywalker. Und nun stell mich deinem Herrn. Das wenigstens er ein grünes Lichtschwert hat, ne? Falls die Robe nicht offensichtlich genug ist. Also ja. Aber es kann nur ruhig mehr geben, ne? Obi-Wan hat ein blaues Lichtschwert, Anakin hat ein blaues Lichtschwert. Qui-Gon hat ein grünes Lichtschwert, aber der war tot. Rey hat ein blaues Lichtschwert. Luke in der Sequel-Trilogie hat auch ein blaues Lichtschwert. Ja, ne, warum hatte der eigentlich ein blaues Lichtschwert? Warum hat der nicht einfach... So, ich wollte schon sagen, man kommt in der Moment, wo Leia irgendwie versklavt wird. Nein. Oh. Was? Ich dachte, er stand so irgendwie so Wile Coyote mäßig so in der Luft. Rancor. Da. Ja, ich habe einen Knochen. Ich nehme an, ich hätte halt noch nicht benutzen sollen, das Lichtschwert. Ja, aber der hat ja eigentlich gar nicht. Darf ich erstmal mich bewegen? So, was soll ich noch mal machen? Eine Sekunde. Mit Hilfe, alles klar, kein Ding. Nein, nicht kaputt machen. Frustat. Frustat. Bist du. Ja, ich habe so eine gamorianische Wache, alles klar. Frustat. Stimmt ja, er hat zwei irgendwie Luke's Lichtschwert, ne? Also ja, sind doch irgendwie einige Jahre vergangen, ne? Seit Episode 5, ne? Und man die haben so gesagt, so, oh ja, wir treffen uns in Jabba's Palast, obwohl die halt irgendwie erst ein paar Jahre später gemacht haben. Das. So, okay, der ist schon ein bisschen was aus, finde ich. Aua. Der hat ganz schön viel aus, ey. Ja, fast so stark wie der in Jedi Survivor. Das ist keine Chance gegen die Jupnok. Mein Gott, vorsichtig. Ich kann meinen Knochen übrigens nicht werfen. Ich habe schon ein paar Mal versucht. Okay, da macht ein bisschen mehr Schaden. Nein, nicht durch. Ja, da habe ich ja alles kaputt gemacht. Nein, macht das doch nicht kaputt. Nein, nicht ihn, boah. Dann hau ich dich eben. Mehr Stück. Du bist nichts gegen. Oh geil. Du bist nichts im Gegensatz zu den Rancor aus. Aus Jedi Survivor. Da habe ich gebissen. Nimm das.
meine Güte. Okay, das sah irgendwie komisch aus. Komm her, Stück. Komm her, Stück, komm her, Stück. Lieber Sohn von Leia hatte ich übrigens auch. Ich glaube, ich hatte mal Jabba. Das ist der letzte Fehler deines Lebens. Was? Was ist die Musik im Hintergrund? So. Das Ding hatte ich als Lego. Nur eine sehr billigere Version davon. Ja, das Teil hatte ich. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Oh. Da steige ich schon wieder. R2. Boah. Okay, da ist ein neues Gebiet. Nehme ich mal an, ne? Ein Plan für Hahn. So, boom. Oh. Ich habe wahre Jedi bekommen, Gott sei Dank. Oh ja, aber jetzt, oh. Ich nehme an, wir bekommen hier das, oder ich nehme an, das Ding bekommen wir jetzt gleich, ne? Oh, ich wollte das nicht überspringen, verdammt. Ja, wir haben den Rancor, was? Ja, wir haben beide Versionen von Luke Skywalker, wir haben den Gamorreaner, wir haben Leia Verkleidung und hier den einen Typen. Komm. Und die beiden jetzt, ne? Er ist nämlich ein anderer Skin, ne? Wollte schon sagen, ich habe den Skin habe ich schon irgendwie so gesehen, als ich mal hier so durchgescannt bin, ne? Aber ich habe keine Ahnung, was das sollte. So, mach mal einen Gong-Druiden hier weg. Ich kenne gerade irgendwie so die Stimmung, so den Mut hier. So. So, dich haben wir. So. Ja, die erste Version von Luke, die ja angezeigt wird, ist die von Episode 6, ne? Okay, hier ist wiederum komisch. Hier wird die erste Version von Anakin Episode 2. Ja, Obi-Wan ist Episode 3, ne? Aber ich denke mal, immer die ikonischste Version wird irgendwie so als erstes angewählt, ne? Aber anscheinend nicht. Weil Luke ist ja eindeutig hier die Episode 6 Version, ne? So, hier war das. So, oh, ich habe alle freigeschaltet. Cool. So, ja, aber ja, war ja spielbar, war gerade, ne? Habe ich schon Jabba gesehen, ne? Oh, die Manzrel. Ich habe ich aber nicht gerade freigeschaltet, oder? Müssen wir mal so durchscannen, habe ich alle Charaktere schon ab. So, Rancor. Was? Entschuldige, was? Was zum krass. Boah. Ich will jetzt wirklich Star Wars Demolition spielen. Hat auch einen Rancor Charakter und diesen einen Typen hier, der ja am Wein war, als der Rancor gestorben ist. Oh, kannst du fahren? Cool. Er hat nicht gedacht, dass wir den Rancor steuern können. Das ist ziemlich krass. Ist er kein Schurke? Doch, hier. Was zum... Da war ein bisschen brutal gerade.
So, da wir jetzt kein neues Gebiet freigeschaltet haben, würde ich sagen, wir machen einfach weiter, ne? Mit hier der Quest, ne? Mit der Story meine ich. Wenn wir einen neuen Planeten freigeschaltet hätten, hätten wir machen können, aber ist ja nicht der Fall, ne? So, habe ich doch. Dann komme ich da hoch. Dann komme ich da hoch. Ich damit fliegen. Ne. So, ach da. Stimmt, jetzt ja der Salak. An der Copacetana. Alles klar, machen wir direkt zwei Level, ne? Warum nicht, ne? AA9 Frachter. Die Version von Luke habe ich. Alte Version. Gott. Der gibt ihm das irgendwas anderes, ne? Nein, okay. Ja, ich wusste es. Irgendwas anderes wirft er ihn noch vorher. Mein Schwert. Okay. Ich wusste es. Schon wieder am Bosskampf? Alles klar, komm her. Boba Fett. Habe ich eine Sekunde kurz hier noch? Eine Sekunde. Ich hasse diesen Kopfgeldjäger. Nur ist mir keine Zeit geben, Dinger freizuschalten, ne? Einmal hier bitte. Zwischen einer vom Boba Fett Raketen, während sie noch fliegt. Alles klar, kein Ding. Boba Fett mit einem abgelenkten Geschoss. Wir fahren Lichtschwert nach Boba Fett, während er sich in der Luft befindet. Alles klar. Alles klar, komm her. Ja, mit den Raketen will ich. Naja. Schon auf mich schießen, ne? Finger weg von denen. So, boom. Ja, aber schon mal. Lass mich mir auch hier umschauen. Ich komme da nicht hoch. So, wie soll ich bitte schon eine Rakete auf den? Bei Django Fett konnte man die zurückwerfen. So, tu mal eine Rakete oder so werfen, falls du das jetzt schon machst überhaupt. Ich glaube, du machst das noch nicht, ne? Ups. So, nein, da war schon Boden. So, ich sehe irgendwie keine Rakete von dir, also komm her, Kollege, Mann, geh in die Luft. Geh in die Luft. Geh in die Luft. Aua! Ja, jetzt geht er in der Luft, ist klar. Aha, Spiel. So, jetzt bitte nicht irgendwann wieder hier was explodiert hinter mir aktivieren. So, komm. Flieg doch mal. Muss ich näher an der rangehen? Ich habe zwei Wand dazwischen. Du hast ja eine zweite Phase, ne? Ich sehe da zwei Lebensbalken. Lichtschwert tut immer so langsam. Nein, geh weg. Geh weg. Halt. Komm schon. Ah, kannst du mich mal. Ah.
Ja, jetzt ist er die ganze Zeit am Fliegen, ist klar. Ah. Ach komm. Alter, gibt's es nicht. Mein Gott, Leute, geht mir doch mal aus dem Weg. Ich will euch doch gar nicht treffen, Mann. Ihr seid doch meine Kollegen. Aber komm, angeflogen. Komm, ich habe dich anvisiert. Komm. 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 Komm, komm. Alter, du musst dich auf den Arm gerade. Nein, nicht kaputt hauen. Chewbacca, lass das. Ja, wie Schnauze voll. Hey, ich habe die ganze Zeit mein Lichtschwert hier bei. Ne? So, jetzt aber. Da. Na, hat nicht gezählt. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? So, das muss ich mal. Boah. So, kommst du jetzt mit deinen Raketen an? Weg damit. Weg damit. Boah. So. Mach mal mit den Raketen. Ne? Natürlich. Ich möchte das. Aha. So, jetzt machen wir dich fertig. Oh ja, ein Stück. Mann, ich habe das hier nicht gesehen. Ich sag kaputt, Mann. Nö. Ja, meine ich an, die Level ist vorbei, wenn wir den jetzt hier erledigen. Ne? Und da fällt er um. Oberfett? Ja. Und so ist der beliebteste, gefürchtete Kopfgeldjäger des Universums in Ausrufezeichen draufgegangen. Ne? Weil allein so sich umgedreht hat und dann umgestupst hat. Aber wie unhöflich. Er hat Flecken, ja. Okay, er kann trotzdem noch schießen. Sehr gut. Halt's Maul. Fresse. Wo bin ich hier? So. Halt. Was? Wo kommst du denn rein, Kollege? Ich höre immer noch irgendwo Boba Fett. So, da sehe ich so ein Ding. Ach komm, da kann ich ja sowas von dran. Euch da dran ziehen, nee, ne? Ne. Wieso wollt ihr unbedingt unseren Ausflug zu Salakte verderben? Weil ihr böse seid. Wieso komme ich da nicht dran? Wie kommt es, dass ich da nicht rankomme? Oh, Leute. Wer ist denn hier noch am Leben? Warum kann ich mich nirgendwo an diese Dinger festhalten? Mal, kann man die noch immer anspringen? Sofort aufhören. Boah. So, nein.
So. Ach ja, so. Meine Güte. Aber den kann ich dann auch. Mein Gott. Ich möchte gerade mit dem Hintern hier erledigen. Ah, dringe in Jabbas Zimmer ein. Ich will aber erstmal hier runter. Weil er kann das Ding da aktivieren, ne? Ist ja auch gerade hier jetzt irgendwas. So. So. Mhm. Ja. Oh Gott. So, runter da. Einer. Was haben wir hier? Da. Yay. Muss ich irgendwas abschießen mit den Dingern? Ich glaube nicht, ne? Was muss ich mit diesem Gong-Droiden machen? Hier irgendwie so, keine Ahnung. Ballab. So, einmal da hoch bitte. So. War schon knapp. Oh, Bank. Was jetzt Bosskampf gegen Jabba? Was zum? Wie viele Bosskämpfe kommen denn hier noch? Hältst du endlich die Klappe? Stöhnt und brüllt. Warum muss ich denn erwürgen? Musik hier. Mein Gott. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es davon irgendwie einen Bosskampf gibt. Wo mit Leia im Sklavenoutfit hier Jabba erlegen. Ich will ja runter. Ich will ja runter. Tänzer da. Weißt du denn? Ich hör dir am Weinglas um die Ohren. Hätte sein können. Jetzt geht's also aufs Maul. Stamm in der R2. Der hat sogar einen Balken. Aber bitte schreibt da nicht stöhnt und schreit hin. Das ist ja der merkwürdigste Kämpfe überhaupt in dem Spiel. Jetzt einmal peitschen. Und peitschen. Und peitschen. Und peitschen. Boah, ich wünschte, das wäre so im Film gewesen, ne? Stell euch mal vor, das wäre in der Episode so passiert, ne?
Leia hatte so ein Brawl mit Jabba, ne? Wäre voll cool gewesen. Scheint einfach nur so zu erwürgen oder so. Ja, Stück. Was das Outfit? Werden aber einige Fans, glaube ich, enttäuscht. Er sieht uns nicht. Das ist die Chance. Ich dachte, es gäbe irgendwie so ein Achievement oder so, wenn man den irgendwie erwürgt oder so, ne? Aber ne, prügeln wir einfach die Kacke aus ihm raus. Volles Pfund aufs Maul. Nein! Boba Fett ist tot! Er ist tot! Komm schon! Du meine Güte! Ja, unsere Helden sind wieder alle versammelt. Vergiss die Droiden nicht. Nichts wie weg hier. Yay, wir haben sie alle getötet. Oh mein Gott! So, jetzt habe ich nicht mehr so eine Ahnung, was so passiert zwischen den Ereignissen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Boba Fett, wo? Nein, die Medikits waren natürlich wieder nicht. So, diesmal nicht wegdrücken. Naja, Jabba's Palast. Also, Kabuli-Tempt. Warum muss ich ihn freischalten? Jabba der Hutte. Ich muss meine Ausbildung bei Meister Yoda wählen. Naja, ja, er ist da zurückgegangen, genau. Dagobah, hat er gesagt, alles klar. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, ich heiße es Dagobah. Ich kenne es halt nur als Dagobah. Der Jagd nach Bombratten, wie? Angeblich hat jemand kürzlich... Oh ja, die Quest. Aber ab und zu stecken sie noch den Kopf aus dem Sand. Wer haltet also den Boden im Auge? Schön, da können wir ja die Quest machen, ne? Mit den, wir müssen also Womparatten hier erlegen. So. Das ist ein bisschen random, dass wir von allen Charakteren ihn kaufen müssen. Weil ich nehme an, wir haben ihn nicht gespielt, ne? Gerade. Okay, ich bin ein bisschen gespannt. Gott. Mein Gott. Alles klar, okay. Quest. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Okay, cool. Okay, wie habe ich bitte schon nur 33 von 140? Das kann unmöglich stimmen. Das kann unmöglich stimmen, dass ich nur so wenige. Ne, warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Bespin war das, ne? Mein Gott, was hat die ganze Zeit für ein Geräusch? Super Jabba. So, machen wir das hier. Weil wir haben noch so 10 Minuten Zeit, dann können wir auch direkt hier machen. Also jetzt irgendwie eine neue Level zu starten, wird jetzt keinen Sinn mehr machen. Deswegen. Was ist das? Sich erledigen, komm her. Ja. Hallo?
bist du denn hier? Alter, was du mal hier? Dämliches Viech. Ha. Ha. Denkst du wieder? Ich habe gar nichts gemacht. Cool. Mausruide, Mausruide. Ein Stück. Viel von denen habe ich schon. Oh Gott. Komm, ich bloß weg von dir. Ich bloß weg von diesen Viechern, ey. So. Da war ja nicht irgendwie so eine Quest von den Schurken oder so. Das war nicht Teil meiner Jedi-Ausbildung. Na, komm mal, was ein andermal. Ich will mir erstmal ihre Ratten hier einsammeln. Ich glaube, ich werde dann automatisch zurückgebracht, ne? Ich alle gefunden habe. So, ich finde, das hat coolste Design von Luke, ne? Ich glaube, viele Leute würden mir da auch zustimmen, ne? Dieser Anzug, das soll angeblich ein Jedi-Anzug sein, ne? Mein Gott, ist das eine nervige Quest. Ich dachte, ich muss sie einfach bekämpfen und dann fertig. Voll nervig hier, die so hinterher zu rennen. War aber schön verpackt. Ganz ruhig, aber ganz ruhig. So. Die ganze Zeit hinterher zu rennen ist ein bisschen nervig, deswegen. Boah. Hey, die Viecher machen mich echt aggro. So, oh, die Quest ist gar nicht mehr hier. Nein, jetzt muss ich da hinten nennen. Boah. Ach, ich mach mal auch schnell. Ne? Aber wir sind jetzt eine Quest neu erledigt, ne? Oh, schon zwei Level erledigt, ne? Jetzt geht's dann nach Dagobah, ne? Dann nehme ich mal an, kommen noch zwei Planeten, ne? Ich weiß ja noch, was jetzt kommt, was danach noch kommt, nur Endor, ne? Und ich weiß nicht, ob der Todesstern auch eine eigene Level sein wird, ne? Aber Endor wird definitiv kommen, ne? Würde ich mal jetzt ganz kacke dreist so raten, ne? Ah. So, seid ihr blöden Viecher? Da. Ja, mal vergessen, dass ich euch die ganze Zeit verfolge. Ja. Knall ich euch lieber ab. Ja, nervig gemacht, ne? So, na, machen wir dann nochmal. Zu den Salak reinrennen. Ich glaube, ich habe so einige geheime Archivements gibt, ne? Wenn ich zum Beispiel in den Salak reinrenne mit Oberfett, ne? Und so als Archivement. Fett gefressen oder irgendwie sowas. So. Aber ich kann mir unmöglich vorstellen, dass ich so über 100 Quests noch verpasst habe. Ich bin ja, habe ja schon einige gemacht, ne? Kann man nicht vorstellen, dass es so viel noch geben wird hier nicht. Also keine Ahnung. Aber mal schauen, ne? Werden wir ja sehen. So, der schaue ich nicht kaputt. Na, warum nicht gleich so? Ah. Da ist er weg. So, bitte sag mir, oh Gott sei Dank. Ja. Hab doch gar nichts mehr zu tun, oder?
Warte mal, Mausdruide. Ich habe ihn noch getötet. Aber okay, cool. Schön. Hey yo, dich habe ich als Figur übrigens. Ihr seid zurück und ihr habt euer Versprechen gehalten, wie es scheint. 5 Wompratten vom feinster Güte. Ich hoffe, ihr hattet unterwegs keinen Ärger. Ja, das gibt einen köstlichen Eintopf. Ihr könnt gern mitessen, wenn ihr, wenn euch euer letztes Essen in dem Wolkenstadt nicht den Appetit verdorben hat. Wompratten der Lüfte. Dann will ich noch mehr. Will ich sammeln. Lobot. Ja. Genauso sieht er auch aus, den ich habe, glaube ich, fast. Gut. Und ja, das war 34. Ich habe noch 100 Quests, die ich nicht gemacht habe. Ich dachte, ich bin eigentlich schon relativ gründlich hier. Heißt denn das schon wieder, ja? Warum sind ja eigentlich immer irgendwelche Geräusche im Hintergrund, die einen zur Weißglut haben? So, wir sind bei 48,34%. Wir sind bei 72% hier. Alles klar, cool. Episode 6 haben wir begonnen. Aua, ich habe mir nur kurz den Fuß gekratzt. Jetzt wieder voll weh. Ah. Habe ich mich so festgekratzt. Nein. Ich letztens schon geschnitten, so ein Apfelschneider. Voll blöd. Ich habe immer noch die Narbe hier. Das war letzte Woche. Ich konnte so richtig in meine Haut reingucken. Ich glaube, ich kann kein Blut übrigens sehen, weil ich danach ist mir schwindelig geworden. Mir beinahe umgekippt. Ich glaube, ich kann kein Blut sehen. Das habe ich so herausgefunden für mich. War so richtig tief. Ich habe meinen rechten Daumen habe ich so zwei kleine Schnitte bekommen. Ja, ich habe versucht, einen Apfel zu schälen mit so einem Apfelschneider. Der Apfelschneider ist kaputt gegangen. Ne? Ein Plastikding um die Klinge rum ist abgefallen. Und ich habe sozusagen meine Hände voll in die Klinge reingerammt, ne? Das war ein bisschen unschön. Mein rechter Daumen ist noch relativ unbeschadet rübergekommen. Ich habe da zwei Schnitte, aber die waren relativ, ne, winzig, ne? Und keine Ahnung, mein linken Daumen ist irgendwie, weiß nicht, so ganz entlang hier irgendwie so mich so aufgeschnitten. Der war aber schon so richtig offen, so eine richtige Öffnung so von dem Schnitt. So, das habe ich noch nie gehabt. Und ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen schockiert und ich kann kein Blut sehen anscheinend, weil danach ist mir schwindelig geworden. Weil der Schmerz, der war jetzt kein Problem. Ich habe mich sogar irgendwie gewundert, so, weil ich habe sofort so ein Küchenrollenpapier genommen, so gedacht, so, ah, oh Mann, ich bin beim Blut, verdammt. Da habe ich das mal so ganz kurz inspiziert und habe mir gedacht, oh, ich glaube, dafür brauche ich ein Pflaster. Da habe ich mir so ein Pflaster geholt und da sind so welche, die man so zurechtschneiden muss. Und als ich halt am Schneiden war und mir gar nicht die Wunde angeguckt habe, ne? Als ich halt am Schneiden war, ist mir auf einmal schwindelig geworden. Also ich weiß nicht, was das Problem war. Also nach 2 Minuten danach ging es mir schon wieder perfekt. Aber ja, da war ein bisschen merkwürdig. Aber egal, so, genug von meinen Kriegswunden. Ich beende hier den Part und was ist da noch? Also, ja, kann ich aber da nicht machen, ne. Schrottsammler. Das ewige Geheimnis, ey. Bin ich froh, wenn wir irgendwie, ich nehme an, Episode... Kann man da runter? Das Datenpack ist irgendwo hier, sehe ich gerade. Ist das da drinne? Da ist da drinne, ne? Ja, ich glaube, da ist da drinne. Na gut. Alles klar, dann, ja, ich nehme an, den Schrottsammler... So deren vollen Fähigkeiten oder was auch man immer braucht oder Werkzeuge oder was immer, wenn man da freischalten muss, nehme ich an, kriegt man irgendwie am Anfang von Episode 7 wegen Ray und so, ne, weil die ist Schrottsammlerin, ne? Ansonsten wüsste ich nicht, was man noch machen müsste, ne? Aber okay. Ich bin ein Part hier. In der nächsten Folge machen wir in der Story weiter, ne? Ja. Wir haben noch keinen neuen Planeten und so entdeckt. Das heißt, wir haben noch nicht irgendwie neues Zeug hier zum Erkunden. Ne? Das heißt, wir sind eigentlich genau da, wo wir noch vorher waren. Ne?
Also dementsprechend machen wir halt in der Story weiter, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.